Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Arbeitskreis 1 Ausbildung und Beruf, der Name Ausbildung sagt es ja schon, wir widmen uns auch verstärkt dem Thema Nachwuchsgewinnung. Und was möchten wir mit dieser Veranstaltung heute erreichen? Wir möchten zwei Sachen eigentlich erreichen. Erstens mal zeigen, was gibt es überhaupt? Und zweitens, Sie motivieren, nehmen Sie vielleicht die ein oder andere Anregung mit, überlegen Sie, wie kann man gerade insbesondere an Schüler herantreten, wie kann man für die geodätische Professur werben und wie können wir eben die Problematik, die wir haben, Fachkräftemangel, demografische Entwicklung, versuchen im Ansatz zu lösen, indem wir einfach mehr junge Leute für die Geodäsie begeistern. Wir haben das versucht, ein bisschen zu strukturieren. Zunächst kommen zwei Projekte, die ein bisschen lokal orientiert sind. Dann geht es weiter Richtung zu den größeren Initiativen aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Und am Ende werden wir einen kurzen Beitrag hören, auch aus der digitalen Welt. Ich freue mich, als erste Rednerin Frau Katja Kiesling begrüßen zu dürfen. Sie ist seit 2000 ÖBVI in Großenhain in Sachsen und sie veranstaltet ein Schulprojekt zum Thema die Großenheimer Grundlinientag. Frau Kiesling, Ihre Bühne. Ja, guten Tag. Danke für die freundliche Einleitung. Ich möchte Ihnen einen Schülerprojekttag vorstellen, der in Großenhain einmal im Jahr stattfindet. Großenhain ist eine Kleinstadt, etwas nördlich von Dresden in Sachsen. Wir führen diesen Schülerprojekttag für Schüler der Oberschulen Klasse 8 und 9 durch. Ja, das mit dem Weiterklicken geht aber nicht so. Also die Mädels von der Technik, das jetzt. Probieren wir, ob ich das selber hinkriege. Wir probieren es mal, ob es geht. Jetzt. Also, man sieht hier die Schüler bei der Anreise. Schon da sind wir mit den Vermessungsfahrzeugen präsent. Einige Schüler, wenn sie Zeit haben, können auch schon mal durch die Instrumente schauen. Es geht zurück in Großenhain auf einen sehr engagierten Mathelehrer, der schon 20 Jahre einen Mathewettstreit durchgeführt hat. Ich habe diesen Mathelehrer kennengelernt, witzigerweise über einen Zeitungsartikel, und dachte, wenn er Vermessung in die Mathematik bringt, den muss ich unterstützen. Und so kam es auch dazu, hier haben sich auch mal ein paar kleinere Schüler interessiert, dass ich bei dem Großenhainer Mathewettstreit Vermessungsvorführung gemacht habe, immer mehr Vermessungsaufgaben kamen dazu. Als Dank hat er dann irgendwann mal eine Aufgabe genommen, dass die Schüler sagen mussten, was steht denn auf den Vermessungsfahrzeugen drauf? Na, Vermessungsbüro Kiesling natürlich und nicht Vermessungsstudio. Es beginnt mit einem Wettbewerb, wo 10 Aufgaben sehr schnell gelöst werden müssen. Kopfrechenaufgaben, aber auch Sachverhalte erfassen. Man sieht, es ist nicht immer ganz einfach. Und auch bei dem Lehrerkollegium herrscht gute Stimmung. Leider war es so, dass dieser Mathematikwettstreit nicht mehr stattfinden durfte, weil er in der Schulzeit war und dadurch Lehrer ja keinen Unterricht geben können. Also haben wir uns Gedanken gemacht, was kann man dann machen, um die Schüler zu begeistern, aber auch gleichzeitig, um ihnen mal was anderes zu bieten. Wir dachten, der Schülerwettbewerb ist mehrere Stunden sitzen am Tisch, ist vielleicht doch besser, wir machen auch was draußen. Und so kamen wir darauf, einen Projekttag zu entwickeln. Dann lädt die freie Wirtschaft ein und der Oberbürgermeister von der Kreisstadt Großenhain, das örtliche Kreisvermessungsamt und ich als Vermessungsbüro. Und damit durften wir den Tag wieder zur Schulzeit durchführen, weil es eben kein Schülerwettbewerb ist, sondern jetzt ein Projekttag, der von der Wirtschaft durchgeführt wird. Beibehalten haben wir die 10 Aufgaben zum Schnellrechnen, wo dann auch der Rechenmeister prämiert wird. Während dieser Aufgaben kommt immer mehr, dass ein Vermessungsnetz, die königlich-sächsische Triangulierung, ins Spiel. Ich erkläre gleich warum. Und zwar, das ist eine Vermessungsaufgabe, das können die Schüler Klasse 8 und 9 Oberschule schon erfassen. Dreiecke, das haben sie gehabt. Und Sie als Vermesser wissen ja, dass man Dreiecke, die Winkel, sehr leicht über weite
Entfernungen bestimmen kann. Schwierig war nur die Streckenmessung zur damaligen Zeit. Das war eine Vermessung um 1870. Sie sehen hier mehrere Dreiecke. Jetzt muss ich gucken, ob der Pointer geht. Ne, das sehen wir nicht. Also müssen wir es so versuchen. Sie sehen die dick gedruckte Basis. Das ist die einzige Strecke in dem ganzen Netz, wo wirklich die Länge gemessen worden ist. Damit man das Problem der ähnlichen Dreiecke lösen kann. Das kennen die Schüler. Diese Basis befindet sich bei Großenhain und das nutzen wir. Es gibt historische Fotos von der Vermessung der Basis. Wie wurde das gemacht? Mit dem Besselschen Messapparat? Naja, ganz grob durch das Aneinanderlegen von Messstangen. Und das nutzen wir und stellen es nach. So sieht das dann aus bei dem Schülerwettbewerb Grundlinientag. Die Schüler vermessen natürlich nicht die Basis von 8,9 Kilometern Länge, sondern wie hier zum Beispiel den Parkplatz des Kreisvermessungsamtes. Günstig gelegen ist das Kreisvermessungsamt auf der rechten Seite. Links ist ein Kulturzentrum der Stadt Großenhain, wo wir kostenlos von der Stadt den Raum zur Verfügung gestellt bekommen. Unterstützt, sollte man hier vielleicht sagen, wird der Grundlinientag durch die drei Vermesserverbände BDVI, DVW und VDV. Schauen wir uns das ein bisschen an. Sie sind mit Engagement dabei. Und es ist nicht immer ganz einfach. So, das ist die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist das Vorwärtseinschneiden. Das ist Schulstoff, allerdings fakultativer. Was aber zum Vorteil hat, dass die Lehrer, die mit ihren Schülern hier teilnehmen, das auch eher im Unterricht schon einfließen lassen, da ja dann die Schüler auf den Wettbewerb vorbereitet sind. Und wir haben den Nebeneffekt, sie sind auf unseren Beruf schon ein bisschen vorbereitet. Also, Sie kennen das Problem, vorwärts einschneiden muss ich für Vermesser hier nicht erklären. Es soll die Strecke CD ermittelt werden. In dem Falle ist das das Gebäude dort gegenüber, Albert-Treff. Die Strecke AB wird mit einem Messrad gemessen und die nötigen Winkel. Wir stellen uns vor, eine stark befahrene Straße dazwischen, wo man nicht messen kann. Die Winkel werden mit dem Schüler-Theodoliten, kostet 50 Euro, ist also wirklich keine Investition, bestimmt. Und man sieht, dass die jungen Damen doch hier sichtlich Freude dran haben. Es ist nicht immer ganz einfach für den Anfang. Dann haben die Schüler die Strecke CD indirekt ermittelt und es folgt die nächste Aufgabe. Es geht immer reihum, sozusagen wie im Kreis. Es ist die Bestimmung der Fläche eines Grundstücks. Das kommt jetzt eher aus unserem Fachbereich, nämlich der Katastervermessung. Die Techniker des Vermessungsamtes stecken ein unregelmäßiges Viereck aus. Aber man muss bedenken, die Schüler Klasse 8 und 9 Oberschule können das rechnerisch nicht lösen. Das heißt, sie müssen es zeichnerisch lösen oder sich irgendwas einfallen lassen. So sieht die Messung aus, in dem Fall jetzt mit Messband der einzelnen Pfosten. Dann hat man also dieses Ergebnis. Jede Schule, die mit 8 Schülern angereist ist, die Schulen kommen zwischen Dresden und Großenhain aus dem Gebiet, notiert die Ergebnisse, zeigt es den anderen nicht. Währenddem die Schüler messen, haben wir Gelegenheit mit dem Lehrer, hier ist mal ein Bild von dem engagierten Mathelehrer Frieder Henke, auf den das alles zurückgeht, der Peter Boxberger, unser Verbandsvorsitzender, das ist auch wichtig für die Lehrer, dass sie merken, das wird wahrgenommen von den Vermessern. Das ist nichts Lokales, sondern kommt der Vorsitzende des Verbandes. Das ist also sehr wichtig, der sich auch mal anhört, was sind die Nöte in der Schule. Also wirkt sehr gut. Kommen wir hier ins Gespräch. Dann kommt es zur Auswertung. Die wird durch den Lehrer immer sehr theatralisch oder wie sagt man da, wie im Theater zelebriert. Es ist so, es muss zunächst aus jeder Schule ein Schüler aufstehen und laut das Ergebnis seiner ersten Aufgabe ansagen. Es wird in eine Tabelle eingetragen. Ja, ich weiß nicht, ob man das hinten lesen kann. Der Pointer funktioniert hier leider nicht. Also links stehen die Zahlen, was die Schüler aus den verschiedenen Schulen ermittelt haben.
Dann steht hinten der Vermessungstechniker auf. Das sind meistens die Jungtechniker, die wenig älter sind als die Schüler. Das macht natürlich auch Eindruck. Und sagt dann das Ergebnis, was er mit den Profigeräten ermittelt hat. Und hier sehen wir für die Längenmessung mit den Messstangen 73,96 Meter ist das Profi-Ergebnis. Und die besten Schüler sind auf nur 3 cm Differenz gekommen und das mit einfachen Holzlatten. Die zweitbesten nur 4 cm Differenz. Also man ist oft überrascht, wie genau sie es schaffen. Gut, manche haben grobe Fehler mit 2,43 Meter, die haben vergessen, eine Stange zu zählen. Aber das ist eben genau das, wo auch für die Schüler ein Effekt, ein Wettbewerbseffekt entsteht. Wichtig ist natürlich auch die Siegerehrung, die Rechenmeister und die besten Projektgruppen. In dem Fall hier der sächsische Vorsitzende vom DVW, der hier dabei war, der Axel Pohlmann, und unser stellvertretender Vorsitzender, Herr Pippisch. Das ist aber für die Lehrer auch wirklich eine Wertschätzung für ihre Arbeit. Dann im Anschluss, wenn die Siegerehrung abgeschlossen ist, führen wir eine Exkursion durch. Diese Exkursion geht an die historische Stelle der Grundlinienmessung. Und Sie sehen hier auf dem Bild links so ein kleines Häuschen. Das ist der Anfangspunkt und der Endpunkt hat genauso ein Häuschen. Und dieses Häuschen gibt es noch. Das ist restauriert worden mit Geldern der drei Vermesserverbände und es beherbergt das kleinste Museum Sachsens. Es hat ganz kleine Tafeln innen drin, die die Vermessung erläutern und das schauen wir uns an. Man kann dann auch mit einer Leiter hochsteigen und in die Ferne schauen und die Vermessung nachvollziehen. Und damit lassen wir mit ein paar Getränken den Projekttag ausklingen. Ich fasse also nochmal zusammen, welche Projekte wir durchführen. Ganz oben links diese Längenmessung mit Messstangen, rechts das Vorwärtseinschneiden, links die Ermittlung der Fläche eines Grundstücks und die Exkursion zum Basishäuschen. Der nächste Grundlinientag findet am 19. März statt. Also wer da mal kommen möchte und sich das angucken, sehr gern in Großenhain, kann sich bei mir melden. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Kiesling, für die beeindruckende Darstellung des Großenhainer Grundlinientags, 19. März. Die Kontaktdaten ÖBVI Kiesling, Großenhain, bei Google findet man sie relativ schnell. Vielleicht für Sie zur Info, wir würden im Nachgang auch nochmal alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt einen Vortrag halten, hier auf die Bühne bitten. Dann würden wir uns noch ein bisschen mit Ihnen unterhalten und Sie haben auch die ein oder andere Möglichkeit, Fragen zu stellen. Als nächstes kommen wir jetzt von Sachsen hier in die Hauptstadt. Ich darf Ihnen als nächstes vorstellen Herrn Thorsten Genz. Er ist bei IVB, Abteilungsleiter berufliche Bildung, Forschung und Entwicklung. Und Sie sehen es auch an seinem T-Shirt, er leitet die Geobusters Akademie. Und wenn man natürlich schon solche Sachen macht, dann sagt der DVW Berlin-Brandenburg nicht nein und hat auch den Job des Nachwuchsreferenten hier im hiesigen Landesverein. Er wird uns jetzt etwas vorstellen aus seinem beruflichen Alltag. Vielen Dank, Herr Duttel. So, genau, prima. Ja, Nachwuchs fördern. Mache ich schon eine ganze Weile. Ich bin quasi nahtlos übergegangen von meiner Lehre gleich zur Multiplikatorwirkung. Und das ist tatsächlich ein ganz großes Thema, Multiplikator. Weil wir haben natürlich das Problem, dass immer wir erstmal Leute begeistern müssen. Und das hängt auch häufig einfach damit zusammen, dass die Sachen nicht so bekannt sind, was wir tun. Das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber das ist tatsächlich der Gedanke, der aus vielen, vielen Jahren Nachwuchsarbeit dann mal so weit gekommen ist, dass wir sagen, okay, dann müssen wir das anders denken. Das heißt, wir müssen uns schauen, dass wir andere haben, die unser Multiplikator sind. Da bietet sich natürlich die Schule an. Und vor allen Dingen müssen wir dann auch schauen, wie wir das möglichst einfach so ein bisschen smooth droppen lassen, damit das tatsächlich ohne Aufwand für alle zu machen ist. Also haben wir uns Folgendes überlegt, wir gucken mal, was die Lehrer brauchen und für die ist am besten, wenn die einen vorbereiteten Unterrichtstag haben, schauen uns die Rahmenlehrpläne an und seit 2-3 Jahren sind wir so weit, dass es tatsächlich funktioniert. Was funktioniert, ist Folgendes, wir haben viele Projekte,
die wir tun, wo wir immer wieder hingegangen sind, wo wir sagen, okay, wir schauen mal, ob das nicht irgendwie der Lehrer übernehmen kann. Und das geht natürlich nur dann, wenn der sozusagen das für sich einfach so wie so eine Matheaufgabe, der Herr Müller, der will halt Butter einkaufen, genauso muss das dann eben auch mit Vermessung gehen. Und diese ganzen Gedanken haben wir weiter fortgeführt, soweit, dass wir gesagt haben, wir haben uns Schulen rangeholt, mit denen machen wir Kooperationen, so ein bisschen Letter of Intent mäßig, machen das als Vorlage auch für andere, sodass wir mittlerweile, mit wir meine ich jetzt dann den DVW Berlin-Brandenburg und dann jetzt die Geobusters-Akademie, die wir jetzt aufgemacht haben, so ein bisschen als Connector sitzen, um dort so ein kleines Kompetenzzentrum für berufliche Bildung zu machen, wo wir die also da, wo man Praktikums macht, die Betriebe, die Schulen, die Berufsschulen, die Hochschulen, irgendwie alle versuchen zu connecten und dann so ein bisschen die Aufgaben verteilen. Das sieht dann so aus, die Berufsschüler brauchen Aufgaben für ihre Prüfung. Die Ergebnisse kann man gut nutzen in der Schule. Und die mal in den Beruf kommen wollen, die können dort auch gut den Beruf vorstellen. Und so geht das immer weiter. Das ist dann so marketingtechnisch so eine Win-Win-Situation, wo man dann ganz viele tolle Sachen machen kann. Und letzten Endes läuft es so, dass wir eigentlich nur noch die Aufgaben und die Ergebnisse vermitteln müssen. Das Ganze ging dann jetzt so weit, dass wir im letzten Jahr eine Akademie aufgemacht haben, die jetzt tatsächlich neben der Umschulung auch noch hauptsächlich in der Region versucht, wirklich alle Akteure miteinander zu vernetzen. Also wir versuchen in die Büros Praktikanten reinzukriegen, ja, versuchen auch zu sagen, macht das eine tolle Sache, Praktikum ist so die einfache Ausbildung oder vielleicht macht ihr dann mal eine Ausbildung. Die Schulen, wir sagen, hier Leute, vorbereitete Stunde, kann man super was machen. Und in diesem Jahr haben wir es dann geschafft, das erste Mal so einen Tag der offenen Tür zu machen und haben dann so 6 Geo-IT-Spots definiert, die ich hier so dran habe. Und die haben alle eine Sache gemeinsam. Die sollen sozusagen typische und vielleicht auch ein bisschen moderne Anwendungen, die wir in der Geodäsie haben, die also so ein bisschen auch was hermachen, verbinden mit dem, was in der Schule an Lehrstoff vermittelt werden soll, eben auf geodätische Art und Weise. Und dann natürlich als Nebeneffekt auch noch diejenigen, die schon in der Ausbildung sind, die können sich dort gleich ein bisschen probieren. Und ein Projekt, was wir in der Schule machen, das ist hier sozusagen, wie lese ich meine Karte oder wie gestalte ich eine Karte? Das ist sozusagen, da geht es los mit Klasse 4, Sachkundeunterricht, dann weiter in den Gesellschaftswissenschaftsunterricht. Da geht es jetzt sogar so weit schon, dass wir jetzt Lehrer schulen, die dann zu uns kommen, machen Projekttag. Wir vermitteln den Geodäsie und sie gehen quasi mit einer fertigen Unterrichtsvorbereitung. Und die letzten Jahre habe ich das immer gemacht, ja, so ein bisschen georeferenzieren, also schön Folie. Und da ist auch nur ein Schulgebäude drauf. Oh Gott, wo ist denn die Turnhalle? Und dann wurde der schön so aufgepasst auf ein Orthofoto, schön mit Büroklammern georeferenziert. Ja, und dann sozusagen die Turnhalle eingezeichnet, mal auf Papier nachgemessen und geguckt im Maßstab 1 zu 1000, ob die wirklich dann 700 Meter lang ist oder vielleicht doch nur 70. Und das Erstaunliche ist, man muss gar nicht immer mit so einem Laserscanner kommen, die haben sich auch total mit einem Maßband wohlgefühlt. Also einfach dieses Praktische und zu wissen, da macht Messen, da macht das Erfassen richtig Sinn, ist eine ganz tolle Sache. Jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, ich kann das hier auch selber machen. Ja, das ist ein nächstes Projekt. Aus der 9. Klasse, das ist so eigentlich so unsere Hauptzielgruppe auch, die stehen vor den Praktikas, die wollen wir begeistern. Und da kam dann tatsächlich mal jemand, der meinte, ja, wir haben jetzt hier unsere erste Wohnung geplant und dann ging es um Geld und so. Meinte, ja, habt ihr dann noch eure Möbel, die ihr da schon einkaufen wollt, schon reingeplant? Ja, das war nicht so einfach. Ich sagte, naja, ist doch gar kein Problem, das lässt sich doch ganz einfach tun. Also hier dann zu sagen, gibt es ein kostenloses Tool, mit dem kann man mal schnell seine Wohnung hochziehen und zack, war eine Projektidee geboren, wo man sagen kann, das ist am Ende der sozusagen die Belohnung, wenn man seine Wohnung geplant hat, den Eltern gleich mal zu zeigen, so, jetzt bräuchte ich nur noch hier, das wäre Summe X und dann ist meine Wohnung fertig, läuft also wunderbar. Ja, auch das ist ein Projekt, was man hier sieht, hier netter Funfact, das ist übrigens unsere Akademie, wo wir unterrichten und auch unsere Projekte durchführen. Ja, das ist so ein Klassiker, selber mal eine Karte machen digital, das ist auch ein sehr beliebtes Projekt bei den Schülern, tatsächlich zu gucken, wo sind die Best-of-Dönerbuden oder was auch immer man dort so sozusagen mal selber lokalisieren kann, dann mit einem Tablet oder so aufnehmen, das dann entsprechend in einem WebGIS aufspielen und dann auch mal Karten machen oder so eine Geo-Stories erstellen. Ganz spannende Projekte, die man machen kann. Das ist auch interessant, das war für die Schulen, das ist ein Projekt, was zu Corona-Zeiten kam, wo niemand in die Schulen konnte und sie alle ihre Tag der offenen Tür, das war alles ein bisschen schwierig und da haben wir dann mit unseren Kooperationspartnern, mit den Schulen tatsächlich gesagt, gar kein Problem, unsere Auszubildenden, die stehen kurz vor der Prüfung, die Geomatiker, die können mal so eine 360
360-Grad-Dokumentation machen. Und die sind da los und haben quasi so eine virtuelle Schulbegehung gemacht. Das kann man für alles Mögliche machen. Links sieht man noch die Grundschule, da ist ein Gymnasium. Also wir versuchen, so ein bisschen Benefit auch zu geben. Und hier ist tatsächlich, das Ziel bei diesen ganzen Aktionen ist, dass ich eben nicht als einzelner Referent oder mit 2, 3 Mitstreitern da überall hingehe, sondern dass man wirklich versucht, Auszubildende oder andere, die sowieso Sachen machen müssen, einfach so miteinander zu connecten, dadurch ein bisschen den Bezug oder auch die Nähe zu den Schulen immer schön dran hat und dann hier eben auch gleichzeitig Werbung für den Berufsstand macht. Ja, das ist auch immer eine ganz spannende Sache, Fotogrammetrie, das ist ein Thema, da sind viele Schüler auch hellhörig, das ist spannend, das ist gerade jetzt, wo es so einfach geht mit der Technik, dass man da viel machen kann. Natürlich zeigen wir dann auch so ein paar Sachen, die so ein bisschen repräsentativ sind, aber was viel lustiger ist, haben dann gesagt, okay, dann wollen wir ein bisschen fotogrammetrisch mal eine kleine Punktwolke machen. Und das Erste, was ihnen eingefallen ist, kann ich leider aus Datenschutzgründen nicht zeigen. Einer hat sich erstmal auf den Tisch gelegt und wurde rundherum fotografiert und noch dreimal, ja, jetzt hat er sich aber bewegt. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten, wie das dann so funktioniert, alles so. Und dann haben die halt von dem so eine 3D-Punktwolke gemacht. Also ich glaube, das werden die ihr Lebtag nicht vergessen. Und also das sind so Projekte, die man eben dann, das sind unsere Projekte in diesem Jahr. Auch das ist ganz spannend. Wir haben so einen kleinen Showcase, eigentlich war es mal aus einem Forschungsprojekt. Mittlerweile steht auch am DVW-Stand mittlerweile unser Quad hier mit allen möglichen Sensoren. Da oben sieht man auch, für Fotos immer gut geeignet. Auch da kann man natürlich viele, viele spannende Sachen machen. Und da ist ein bisschen so Begegnung mit Sensoren, was man tatsächlich tun kann. Das hier ist auch eine ganz lustige Sache. Sieht eigentlich total trocken aus. Amtlicher Lageplan, was ist das denn? Aber das zeigt mal, wie wirklich, ich sag mal, wir so durch die ganzen Ebenen durchdrungen haben, die Schule, oder anders, fangen wir andersrum, diejenige, die das gemacht hat, die hat bei mir mal die Ausbildung gemacht und hat jetzt im Zuge ihres Studiums so einen Vergleich gemacht, Vermessmethoden, Laserscanner und Tachymetrie im Kontext von BIM, aber witzigerweise hat man noch die Connection zu ihrer Schule. Das heißt, sie hat gleich ihre Bachelorarbeit genutzt, um der Schule ein schönes 3D-Modell zu verpassen. Das war natürlich eine ganz witzige Situation, weil die Schulleiterin, ach, da war sie ja noch so klein und so, ne, und jetzt macht sie ja schon die große Schule und Vermessung. Das sind natürlich Sachen, damit kann man natürlich ordentlich werben und das ist dann auch nochmal, ich sag mal, das aktiviert dann auch nochmal mehr. Das aktiviert die Lehrer, das motiviert die auch, was sie jetzt schon alles kann. Dann hat sie auch noch ein paar Schüler, die sie wieder kannte. Also gerade solche Sachen, die wirklich über Jahre aufgebaut sind und dann immer wieder vorkommen, das sind natürlich schöne Sachen. Das ist auch eine ganz spannende Sache. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man an Schüler rankommen kann. In den 9. Klassen empfiehlt sich das in vielen Gymnasien, die müssen so Projektarbeiten machen, Seminar, also so die erste Begegnung mit einer eigenen Arbeit, wo dann auch geguckt wird, ist das jetzt nicht kein Plagiat oder so. Und da kann man auch ganz viele spannende Sachen machen. Liegt zum Beispiel zum Thema Gamification. Ich sag mal, wir müssen uns nicht so sehr beschränken. Wir haben alle mit Digitalisierung zu tun. Auch das kann ich gut als Geodät vertreten, wenn man sich da einfach mit Gamification als Ansatz so ein bisschen beschäftigt. Ist ja für manche Software auch nicht verkehrt. Wenn man da ein bisschen mehr reinbringen würde, ist nicht so stupide, wenn man dann jetzt hier, wenn die Automatisierung noch nicht so gut funktioniert. Oder auch hier mal so traditionelle Sachen, auch der künstlerische Bereich. Also da gibt es auch viel, viel Potenzial, wo ich sagen kann, hier mal so eine schöne Bandkarte, mal ein bisschen so in den Bereich Grafik rein, Geoprodukte erstellen. Also man sollte wirklich, man sollte versuchen, die ganze Bandbreite auszunutzen. Gerade die Geomatik hat uns ja jetzt so ein weites Feld eröffnet. Da gibt es so viele Anknüpfungspunkte und die versuchen wir halt mit diesen Geo-IT-Spots jährlich aufleben zu lassen. Ja, das ist jetzt im Wesentlichen schon. Wir machen da an der Stelle auf jeden Fall weiter. Und tatsächlich ist meines Erachtens, und das kann man vielleicht auch in die Diskussion hereinbringen, wirklich der Ansatz, den Lehrern etwas in die Hand zu geben, was ihnen die Arbeit erleichtert. Das hat sich als guter Ansatz erwiesen, weil die tatsächlich, und dann natürlich die Wertschätzung, das haben wir vorhin gesehen, weil das natürlich dann uns ein bisschen Arbeit abnimmt. Wir müssen uns nur noch ein paar coole Sachen ausdenken, das einmal zeigen und dann hoffen wir, dass sie das alle dann schön in die Breite streuen. Vielen Dank. Für die Vorstellung der GeoBusters-Akademie und was man alles machen kann, wenn man Lehrer eben für unsere geodätische Professur begeistern kann. Von der Lokal-Berliner Präsenz gehen wir jetzt ein bisschen in die südwestliche Region.
Ich darf Ihnen als Nächsten Herrn Jascha Bosch vorstellen. Er ist Referatsleiter IT, Flur, Neuordnung und Liegenschaftskataster beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung in Baden-Württemberg, ist aber nebenbei auch für den DVW Baden-Württemberg Leiter der Geschäftsstelle Aktionswoche Geodäsie Baden-Württemberg. Und hier wird er uns jetzt vorstellen, was genau die Aktionswoche Geodäsie ist. Okay, meine Damen und Herren, wie gesagt, ich möchte Ihnen heute mal die Aktionswoche Geodäsie Baden-Württemberg vorstellen, was wir da machen. Das Ganze hier in dem Zusammenhang Best Practice Beispiel als kleiner Einstieg. Muss ich hier auf den richtigen Drücker kommen. Was ist überhaupt die Aktionswoche Geodäsie und wie ist die Aktionswoche Geodäsie entstanden? Letzten Endes, die Aktionswoche Geodäsie ist eine groß angelegte Nachwuchs- und Öffentlichkeitskampagne in Baden-Württemberg im Namen der Geodäsie. Geht darum, eine Marke, sage ich mal, auch für das ganze Thema Geodäsie da zu etablieren. Hintergrund war natürlich Geodäsie, Geodaten, wir alle wissen das, sind im Alltag überall präsent. Google Maps, Hausbau, Verkehrsnavigation und so weiter und so fort. Aber für die Allgemeinheit und für Schülerinnen und Schüler ist das Ganze nicht so sichtbar, wie es vielleicht sichtbar sein sollte. Und in dem Zusammenhang hat man dann die Aktionswoche Geodäsie ins Leben gerufen. Das Ganze ist kein, sag ich mal, alleiniges Konzert von meiner Seite, sondern wer steht dahinter? Das Ganze ist ein Bündnis aus Verbänden, Institutionen, Berufs- und Hochschulen, Behörden, Kommunen, Firmen und Ingenieurbüros, weil wenn man das Ganze, so eine Aktion landesweit aufziehen will, dann braucht man da einen entsprechenden Unterbau, man braucht Ressourcen, sei es sowohl personell als auch monetär, ganz einfach. Das Ganze läuft bei uns seit 2017 mit, sage ich mal, zwei kleineren, schwächeren Corona-Jahren, aber das war ja Land auf, Land ab bei allen so. Und was wir uns rausgepickt haben damals, damit wir an die Schülerinnen und Schüler direkt rankommen, weil wir die auch direkt ansprechen wollen, den Zeitraum unmittelbar vor den Sommerferien bei uns in Baden-Württemberg, da sind dann im Normalfall, der normale Unterricht ist abgeschlossen, es sind Projektwochen, es sind offene Tage da, die verfügbar sind. Und genau in diese Lücke sind wir mit der Aktionswoche Geodäsie dann rein, mit dem ganzen Hintergrund, Schülerinnen und Schüler auf die Aktionswoche bzw. auf die Geodäsie aufmerksam zu machen. Was ist die Aktionswoche Geodäsie? Ich habe es gestern bei der Vorbereitung von dem Vortrag nochmal versucht, dann sozusagen zusammenzufassen. Und im Endeffekt, das war so das Schlagwort, klar, Werbung machen für die Geodäsie, aber wie? Wir haben eine zentrale und mehrere dezentrale Veranstaltungen in Baden-Württemberg und die möchte ich Ihnen jetzt einfach mal kurz zeigen, wie das Ganze aufgezogen ist. Zum einen, wir haben immer eine zentrale Veranstaltung in Baden-Württemberg, die praktisch von Stadt zu Stadt wandert. Mal ist sie in Stuttgart, mal in Freiburg, letztes Jahr in Heilbronn, die dann sowohl politisch bzw. auch medial das Aushängeschild ist für die gesamte Aktionswoche Geodäsie. Politisch deswegen, da ist dann das Ganze mit Grußworten verbunden, mit einigen Redebeiträgen verbunden. Da sind Bürgermeister geladen, da sind aber auch die Ministerien geladen, die bei uns die Schirmherrschaft über die Aktionswoche Geodäsie haben. Also wir sind hier auch auf politischer Ebene mit angedockt und das wird in dieser zentralen Veranstaltung gebündelt bzw. eben auch dargestellt. Das Ganze wollen wir dann aber natürlich auch so verpacken, nicht nur Grußworte halten, nicht nur Reden schwingen, um es mal so platt zu sagen, sondern da soll auch was dabei sein für die Schülerinnen, für die Schüler, in direkter Einblick in die Geodäsie bzw. in die Themenbereiche der Geodäsie, wo dann am Beispiel hier von Heilbronn in diesem Juli, wo zwei Auszubildende vom Landratsamt Heilbronn dann vorgestellt haben, was sie sowohl im Bereich der Vermessung als auch im Bereich der Flurneuordnung im Alltäglichen so erleben und machen. Das Ganze haben wir dann in diesem Jahr auch kombiniert mit einem Einblick in die Studienmöglichkeiten. Also Ausbildung ist ja nur der erste Schritt oder ein möglicher erster Schritt. Das Studium kann natürlich danach geordnet werden. Da hatten wir in diesem Jahr bei der Aktionswoche Geodäsie auch entsprechende Einblicke. Was machen wir noch bei der zentralen Veranstaltung? Das eine ist jetzt Grußworte, Vorträge, aber dann wollen wir natürlich auch die Geodäsie
zum Anfassen haben. Wir wollen die den Schülerinnen und Schülern näher bringen, dass die merken, okay, das ist Geodäsie, hier können wir was Tolles machen. Entsprechend gibt es dann auch immer Stände von den Unterstützerinnen und Unterstützern. Am Anfang habe ich es kurz aufgezeigt, es sind Verbände, es sind Ingenieurbüros, es sind Kommunen und so weiter und so fort, die hinter der Aktionswoche stehen. Und entsprechend sind dann auch Stände von diesen Unterstützerinnen und Unterstützern dann vor Ort vorhanden, wo die Schülerinnen und Schüler dann hautnah miterleben können an Mitmachständen, bei Mitmachaktionen, was ist die Geodäsie. Hier dann eine kleine Impression aus Heilbronn, wo wir dann insgesamt 150 Schülerinnen und Schüler an einem Tag dabei hatten. Was wir die letzten zwei Jahre dann im Zusammenhang mit dieser zentralen Veranstaltung noch erweitert haben, ist, dass wir eine Geo-Olympiade daran gehängt haben. Geo-Olympiade im Endeffekt auch auf spielerische Art und Weise die Vermessung, die Geodäsie näher bringen, sei es mit solchen Dingen wie Hütchenweitwurf und dann abschreiten und mit dem Tachymeter nachmessen, wie genau das Ganze erfolgt ist. Oder dann sehen wir auch hier in den Hallen Drohnen, ist es nicht das Maß der Dinge aktuell, aber es ist sehr präsent und entsprechend auch was Tolles zum Anschauen, zum Anfassen, was wir dann auch im Rahmen der zentralen Veranstaltung in diesem Jahr dann vorgeführt haben. So viel zu der zentralen Veranstaltung, wie gesagt, die als mediales, politisches Aushängeschild für die Aktionswoche Geodäsie. Des Weiteren haben wir die dezentralen Veranstaltungen, die auch einen entscheidenden Part bei der Aktionswoche Geodäsie in Baden-Württemberg spielen, nämlich dass draußen auf den Landratsämtern von einzelnen Büros und so weiter und so fort auch Veranstaltungen angeboten werden, wo die Kolleginnen und Kollegen auf die Schulklassen zugehen, auf die Lehrerinnen und Lehrer zugehen, um dort zu präsentieren, was es Tolles in der Geodäsie alles zu entdecken gibt. Breit gefächert, unterschiedliche Themenbereiche und das Ganze mündet dann auch, je nachdem wie das läuft, wenn Sie da unten den QR-Code abscannen, gab es auch in diesem Jahr einen kleinen Bericht beim Baden-TV, wo dann die Aktionswoche Geodäsie Thema war. So viel zu dem, was wir machen, aber die Frage ist natürlich auch, wie macht man das, beziehungsweise wer macht das überhaupt? Das ist in Baden-Württemberg zum einen direkt da angeknüpft, wo wir gerade waren. Die dezentralen Veranstaltungen, ich habe es schon angedeutet, wird durch die vor Ort tätigen Büros, Landratsämter und so weiter und so fort durchgeführt. Hier mal exemplarisch die Landkreise in Baden-Württemberg auf der linken Seite, die dann entsprechende Aktionen für Schülerinnen und Schüler anbieten. Und wir haben eine zentrale Organisation, beziehungsweise wo dann auch meine Rolle zum Tragen kommt, die Geschäftsstelle der Aktionswoche Geodäsie zusammen mit einem Vorbereitungsteam, die dann für alles im Hintergrund, was das Finanzielle angeht, was das Organisatorische angeht, die Organisation der zentralen Veranstaltung, die Bereitstellung der Homepage. Auf der Homepage sind dann allgemeine Informationen zur Geodäsie, zu Ausbildungsmöglichkeiten. Dort können die Veranstaltungen, die dezentral durchgeführt werden, eingestellt werden, damit die auch sichtbar sind. Des Weiteren gibt es einen regelmäßigen Newsletter, der begleitet wird. Es gibt Plakate, Flyer. Es gibt auch übergeordnete Werbeaktionen. Ich weiß nicht, ob das Magazin auch in einem der anderen Bundesländer bekannt ist. BO Plus ist ein Magazin, das sich explizit an Lehrerinnen und Lehrer wendet, die vor Ort an den Schulen für die Berufsausbildung zuständig sind. Und dort haben wir die Aktionswoche jetzt zum zweiten Mal auch platziert. Was machen wir zentral noch? Wenn wir eine Marke Aktionswoche Geodäsie entwickeln wollen, dann geht es natürlich auch darum, dass wir die Marke darstellen können. Das heißt, es gilt zu organisieren Roll-Ups, es gibt Goodies, es gibt Sonnenbrillen, Aufkleber und so weiter. Eine ganze Palette, die da zentral bereitgestellt wird, auch für die dezentralen Veranstaltungen, damit da klar ist, hier, das ist unsere Marke, das ist die Aktionswoche Geodäsie, beziehungsweise das ist Geodäsie. Das wäre jetzt schon der Einblick gewesen, beziehungsweise enden möchte ich mit einem kleinen Fazit. Was haben wir mit der Aktionswoche Geodäsie in Baden-Württemberg erreicht?
Wir haben die Etablierung einer Geodäsie-Marke bzw. unter einem Dach eine geordnete Nachwuchs- und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Aushängeschild hier, das ist die Aktionswoche Geodäsie, zentrale und dezentrale Veranstaltungen, um direkt an die Schülerinnen und Schüler ranzukommen, um mit denen ins Gespräch zu kommen, um denen die Geodäsie näher zu bringen, zentral bereitgestellte Goodies, Plakate, Flyer. Aber, jetzt ganz unten links, ein kleines Aber wollte ich Ihnen auch mitgeben, beziehungsweise das noch mit aufs Tableau bringen, was es aktuell bei uns in Baden-Württemberg im Zusammenhang mit der Aktionswoche Geodäsie versucht wird zu klären. Und zwar die Leitung der Geschäftsstelle der Aktionswoche Geodäsie, beziehungsweise die Aktionswoche Geodäsie generell, lebt vom ehrenamtlichen Engagement. Und es stößt mit so einer Aktion jetzt mehr und mehr an seine Grenzen. Auf der einen Seite haben wir Fachkräftemangel, der bei uns genauso wie in anderen Branchen durchschlägt, dem wir entgegenwirken wollen, dem wir auch entgegenwirken müssen. Und um das zu schaffen, da ist oder stößt halt diese ehrenamtliche Tätigkeit bei uns, merken wir jetzt, an die Grenzen. Und entsprechend ist auch die Frage, wenn wir da entgegenwirken wollen, mit welchen Instrumenten können wir das machen, welche Hebel haben wir da, um das dann in Kraft zu oder ja umzusetzen und damit Kraft auch gegen den allgemeinen Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Genau, unten rechts von Ihrer Seite aus der Link zur Aktionswoche Geodäsie, zur Homepage, schauen Sie gerne mal vorbei und dann besten Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Jascha Bosch, für die Vorstellung der Aktionswoche Geodäsie. Wir haben es gerade schon gesehen, die Marke, das Logo bekannter machen in Baden-Württemberg. Kommen wir von der einen Landesinitiative in den Westen der Republik nach Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es ebenfalls geodäsie.nrw, ebenfalls eine eigene Marke. Von der Ausrichtung her kann man, glaube ich, sagen, Nordrhein-Westfalen hat sich sehr stark an Baden-Württemberg orientiert. Wir möchten aber jetzt quasi nicht das Ganze nochmal in Anführungszeichen wiederholen, weil da sehr viele Parallelen stattfinden, sondern wir werden jetzt von Frau Nathalie Küppers einen anderen Aspekt mal vorgestellt bekommen, nämlich Geodäsie NRW ist sehr stark präsent eben auf Berufsbildungsmessen und darüber wird uns jetzt Nathalie Küppers berichten. Ich darf Nathalie Küppers noch kurz vorstellen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule in Bochum und zu ihrem Arbeitsbereich gehört unter anderem auch die Nachwuchsgewinnung in der Geodäsie. Also das, was Baden-Württemberg eben, Jascha, bemängelt hat. Wir machen das alle im Ehrenamt. Hier der erste Schritt weiter. Es gehört eben zu ihrer beruflichen Tätigkeit, auch die Nachwuchsgewinnung in der Geodäsie voranzutreiben. Nathalie, deine Bühne. Hallo, ich hoffe, man versteht mich. Sehr gut, alles klar. Ja, ich wurde schon super gut vorgestellt. Also von der Hochschule Bochum komme ich, darf glücklicherweise im Zuge meiner Tätigkeiten die Nachwuchsgewinnung ausüben, was auch ein großer Vorteil ist, wenn man das hört, wie es in Baden-Württemberg gehandhabt wird. Wir konnten glücklicherweise sehr viel aus den Erfahrungen von Baden-Württemberg herausziehen. Also danke dafür, dass wir da von Anfang an auch in Kontakt zueinander standen. Wir haben uns ähnlich entwickelt wie die Kampagne. Also wir sind mit Geodäsie NRW eben die Landeskampagne von Nordrhein-Westfalen, die Nachwuchskampagne-Initiative und bei uns stecken der DVW, der VDV, der BDVI, verschiedene Hochschulen, Unis und sonstige öffentliche Einrichtungen mit drin. Und wir haben uns ähnlich entwickelt, wir haben keine Aktionswoche, wir haben uns letzten Endes für einen Erlebnistag, also einen einzigen Tag entschieden, der kurz vor den Sommerferien stattfindet, auch ein paar dezentrale Veranstaltungen, die wir anbieten und letzten Endes eben auch die Schülermessen, die sich als sehr erfolgreich herausgestellt haben und die möchte ich heute gerne mal ein bisschen vorstellen, wie wir das genau angegangen sind mit den Schülermessen. Muss ich mal schauen, ob das klappt. Ha, super. Genau, also was ist das Ziel gewesen, mit welcher Idee sind wir rangegangen, warum sollten wir auf Schülermessen gehen? Wir wollten natürlich dorthin gehen, wo wir unsere Zielgruppe finden. Also wo sind denn die jungen Menschen im Berufsfindungsalter, die wir erreichen möchten?
Und ja, Berufsfindungsmessen sind eine super Sache. Es gibt natürlich verschiedene Anbieter, verschiedene Konzepte von Berufsfindungsmessen, aber letzten Endes haben wir dort vor allen Dingen Schülerinnen und Schüler in dem Alter, in dem wir sie erreichen möchten. Also bevor sie sich dann eben dafür entscheiden, welchen Weg sie einschlagen möchten. Das Ziel war natürlich, die Geodäsie also darüber aufzuklären, was ist das überhaupt? Wir sind ja eine Initiative, also da stecken ganz viele verschiedene Arbeitgeber mit drin. Also einmal überhaupt, was ist Geodäsie und wie kann man seinen Weg in die Geodäsie denn finden? Und da haben wir dann verschiedene Ausbildungsstätten beworben, also ein bisschen erklärt, wo kann man denn in NRW die Ausbildung zum Vermessungstechniker, der Technikerin oder Geomatikerin und Geomatiker anstreben oder eben durchführen, welche Hochschulen und Universitäten haben wir in Nordrhein-Westfalen und wo kann man zum Beispiel Praktikumsplätze finden. Also dafür haben wir dann den Messestand eben auch genutzt, um da so ein bisschen auch Werbung für zu machen, was wissen wir denn aktuell, welche Praktikumsplätze stehen denn aktuell zur Verfügung. Und dann geht es natürlich auch darum, das Netzwerk zu erweitern, weil auf einer Berufsfindungsmesse auch noch weitere Anbieter sind, die dann eventuell auch irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten im Kopf haben. Wir haben zum Beispiel auch öfter mal von der Bundesagentur für Arbeit, nein, von der Arbeitsagentur, die Berufsberatung, so genau, da hatte ich schon mal einen Kontakt hergestellt mit einem Herren, der dort viel mit Schülerinnen und Schülern Kontakt hat, natürlich in der Berufsberatung. Also man schließt sehr, man knüpft sehr wichtige Kontakte auch auf solchen Messen. Die Auswahl der Messe ist natürlich dann die große Frage, wenn man sich entscheidet, wir möchten auf eine Messe gehen. Welche Messe wird es denn jetzt? Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ganz viele verschiedene Berufsfindungsmessen in ganz Deutschland. Und wir haben uns letzten Endes, ich habe jetzt mal drei rausgepickt, auf denen wir anwesend waren. Die Traumberufsschülermesse ist an sich eine sehr große Messe, hat auch sehr viel Eindruck hinterlassen. Letzten Endes haben wir aber, also es war ein bisschen Learning by Doing, wir waren einmal auf der Traumberufmesse und haben dann aber entschieden, dass es jetzt für uns nicht das richtige Konzept war. Aber letzten Endes muss das natürlich jeder für sich dann eben herausfinden. Die Stuzubi-Messen, die sind besonders gut bei uns jetzt angekommen, persönlich. Da waren wir auch sehr oft vertreten und die Vocatio-Messe. Aber diese Messekonzepte, die unterscheiden sich natürlich, das sind jetzt ja nur drei Beispiele und die Stuzubi und die Vocatio haben sich bei uns herauskristallisiert als die besten Beispiele, also die Messen, die wir auch selbst sehr gerne besucht haben, weil sie für uns den größten Effekt hatten und die größte Reichweite erzielt haben, aber die unterscheiden sich, also die Vocatio-Messe ist eine Messe, die unter der Woche stattfindet, das heißt, die Schülerinnen und Schüler sind dort, ich sag mal, nicht ganz freiwillig, die sind da während der Schulzeit, gehen die dann mit ihren Lehrkräften dorthin. Dort werden Termine ausgemacht, das heißt, die Lehrkräfte geben denen dann einen Zettel mit, dann müssen die an verschiedenen Ständen einen Termin ausmachen für ein Gespräch und müssen sich im Voraus im besten Fall Fragen überlegen, die sie dann stellen an den Arbeitgeberin, an die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber oder eben an uns als Initiative. Und dann haben wir aber auch noch Laufkundschaft, also wenn die Schülerinnen und Schüler durch sind mit ihren verschiedenen Terminen, dann können die natürlich auch noch ein bisschen über die Messe laufen. Also an sich ein gutes Konzept. Wir hatten auch sehr, sehr viele gute Messegespräche auf der Vocatio, aber es findet eben unter der Woche statt und nicht immer ganz freiwillig. Das hat sich bei uns dann eben gezeigt, dass das der große Unterschied zur Stuzubi-Messe war. Die findet samstags statt und das hat sich als sehr erfolgreich für uns persönlich auch herausgestellt, dahingehend, dass die Schülerinnen und Schüler zum großen Teil freiwillig dort sind. Also die sind in einem Alter, wo sie dann eben sagen, okay, ich möchte jetzt mal herausfinden, was möchte ich machen nach dem Abschluss. Zum Teil waren natürlich auch die Eltern mal mit dabei und haben gesagt, ja komm, wir gehen da mal hin, wir schauen uns das mal an, was es so gibt. Aber letzten Endes hatten wir da auch sehr, sehr motivierte, engagierte Gespräche mit verschiedenen Schülerinnen und Schülern. Also Vocatio und Stuzubi waren für uns jetzt so die Favoriten. Gibt es natürlich aber auch noch viele andere Möglichkeiten. Das war die erste Variante unseres Messestandes. Da hatten wir noch eine unbeleuchtete Wand. Also was braucht man für so einen Messestand? Im besten Fall, also damit man auch ein bisschen Aufmerksamkeit natürlich erregt. Wir hatten eine große Messewand. Das sehen wir hier im Hintergrund. Ich glaube, nein, der Pointer funktioniert nicht. Also man sieht das Große im Hintergrund, wo Arbeitsplatz Erde draufsteht. Das war unsere Messewand. Das ist eine super Sache, weil dann hat man keine leere weiße Wand hinter sich, sondern hat direkt ein bisschen Bilder und Informationen im Hintergrund. Dann hatten wir einen Bildschirm von vornherein dabei, da konnten wir dann auch eine Präsentation abspielen. Wir hatten eine Infotheke auch sehr schnell mit in unserem Repertoire.
die ist natürlich super für Gespräche einfach. Also es bietet sich an so einer Infotheke gute Gespräche zu führen und Flyer abzulegen. Zum Thema Flyer hatten wir natürlich Infomaterial und verschiedenes Merchandising. Das kommt immer gut an, das merken wir auch hier auf der Messe. Dann hatten wir T-Shirts natürlich von der Kampagne, die hatten wir recht schnell, nachdem wir dann unser Logo hatten, haben wir uns dann T-Shirts gemacht und das ist einfach auch für die Außenwirkung eine schöne Sache, wenn am Stand alle ein bisschen ähnlich gekleidet sind. Wir hatten verschiedene Eyecatcher bisher auf den Messen, jetzt zuletzt hatten wir zum Beispiel einen Handscanner, da haben wir dann vor Ort in Sekundenschnelle haben wir dann zum Beispiel verschiedene Schülerinnen und Schüler mal kurz gescannt und die konnten sich auf dem Bildschirm dann sehen. Das kam zum Beispiel sehr, sehr gut an und ist ein super Einstieg in die Geodäsie. Dann hatten wir Außenaktionen hin und wieder mal. Also wir hatten zum Beispiel einen Tachymeter draußen aufgebaut, konnten dann direkt so ein paar Schülerinnen und Schüler abgreifen, die interessiert waren und gefragt haben, was ist das? Und dann konnte man von der Außenaktion direkt weiterleiten zum Stand. Das hat sich auch als gut und erfolgreich herausgestellt. Und wir haben festgestellt, Learning by Doing, ein Eckstand ist eine super Sache, weil da generiert man direkt sehr viel mehr Aufmerksamkeit mit einem Eckstand. Das ist dann das aktuelle Aussehen unseres Standes. Wir haben diese Messerückwand noch gewechselt zu einer selbstleuchtenden Messewand. Und das hatte auch auf sehr vielen Messen sonst, glaube ich, keiner. Also da sind wir sehr herausgestochen mit dieser Messewand und haben auch immer wieder gesagt bekommen, dass der Stand dadurch sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Also jetzt mal so als Beispiel, was die Kosten angeht, das ist natürlich auch eine Frage, die sich dann sofort stellt, wenn ich einen Messestand machen möchte, anbieten möchte, was kostet mich das eigentlich alles? In 2023 waren wir auf insgesamt 7 Messen in ganz NRW verteilt, also verschiedene Städte von Aachen über Bielefeld, Köln, Düsseldorf, also ganz verschiedene Standorte. Und wir waren da 3-mal auf einer Vocatium und 4-mal bei einer Stutzubi und das Ganze hat ca. 30.000 Euro gekostet, was den Messestand angeht. Also das ganze Equipment, der Stand selbst, das war aber dann natürlich auch für 7 Messen, muss man im Hinterkopf behalten. Und dann kommen natürlich noch die Arbeitszeit und die Reisekosten des Personals dazu, was auf dem Stand steht und was den Stand im Voraus organisiert. Und die Buchung und Finanzierung, die lief komplett über die Geschäftsstelle unserer Initiative, also von Geodäsie NRW. Und darüber konnte dann ein Teil der Kosten abgedeckt werden und Personalkosten, die wurden dann glücklicherweise von den Partnern der Initiative übernommen. Bei Personal und Zeitbedarf, also jetzt was die Planung angeht, wann muss man damit anfangen? Für die Messen in 2023 haben wir letztes Jahr im August, haben wir die Planung Mitte August gestartet und Ende August den Stand gebucht. Also die Planung selbst ging dann recht schnell, aber man musste das eben schon im Voraus im August letzten Jahres diese ganzen Stände buchen. Die Planung, Organisation und Durchführung hat unser Geodäsie NRW Messeteam durchgeführt. Da haben wir einmal ein Team, was so das Ganze organisiert hat und dann ein Dreiergespann, was immer bei den Messen anwesend war für Aufbau und Durchführung. Und die wurden dann immer unterstützt durch Auszubildende und Studierende der Geodäsie und zum Teil dann eben auch durch Mitarbeitende. Also ich war dann auch als Mitarbeitende der Geodäsie mal auf Messen mitvertreten und so konnten wir das Personal dann ganz gut abdecken. Was ist jetzt der Nutzen? Warum sollte man auf eine Messe gehen, wenn man Aufmerksamkeit in der Geodäsie erregen möchte? Ja, also der große Nutzen war, dass wir wirklich eine extrem hohe Reichweite entwickeln konnten. Also wir haben sehr, sehr viele, sehr gute Messegespräche geführt. Gerade auf den Stutzubi-Messen habe ich jetzt mal Beispiele mitgebracht. Also in Köln hatten wir in diesem Jahr eine sehr, sehr erfolgreiche Stutzubi-Messe mit insgesamt 307 Gesprächen. Und das waren 14% der gesamten Messebesucher. Das heißt, 14% aller Menschen auf dieser Messe haben sich etwas über die Geodäsie angehört. Und das ist schon, würde ich sagen, ein großer Erfolg, wenn man bedenkt, dass die meisten, die auf so eine Messe kommen, gar nicht wissen, was Geodäsie überhaupt ist. Und in Düsseldorf hatten wir ca. 170 bis 180 Gespräche. Das war prozentual ein bisschen weniger, aber immer noch sehr, sehr viele Menschen, die wir da an diesem einen Tag erreicht haben. Und die Vernetzung vor Ort, die ist natürlich auch super wichtig. Also da sind ja auch noch andere Anbieter. Straßen-NRW zum Beispiel ist hin und wieder mal da, verschiedene Städte. Also man kann da auch gute Kontakte knüpfen.
Und mit der Berufsberatung zum Beispiel bin ich dadurch ins Gespräch gekommen und habe da jetzt Kontakte geknüpft, dass ich mit Berufsberaterinnen und Berufsberatern in Kontakt trete und die mehr über die Geodäsie aufkläre. Und das kam auch durch die Messen zustande. Ja, das war's auch schon dazu. Fragen kommen ja dann am Ende, oder? Okay, danke. Ja, vielen Dank, Nathalie, für die Vorstellung. Berufsmessen mit Geodäsie NRW. Wir haben jetzt 4 Projekte gehört, wirklich real mit Schülern vor Ort. Als letztes möchte ich Sie gerne mitnehmen in den digitalen Raum, weil wenn Sie heute mal an den Schulbus oder an der Bushaltestelle vorbeigehen, 95% der Schüler gucken auf ihr Smartphone. Und das ist natürlich eine Variante, wo man auch letztendlich die Schüler mit erreichen kann. Und ja, der letzte Vortrag beschäftigt sich quasi mit der Mutter aller geodätischen Homepages, nämlich Arbeitsplatz Erde. Und wer könnte es besser vorstellen als der zuständige DVW-Vizepräsident Frank Friseke. Lieber Frank, ich freue mich, dass du einen kurzen Abriss über Arbeitsplatz Erde halten wirst. Ja, danke, lieber Jerome. Das mache ich doch sehr gerne. Ich darf Sie auch noch mal ganz herzlich begrüßen. Einen schönen guten Nachmittag. Jetzt springe ich von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen tatsächlich noch mal auf ganz Deutschland, weil die Seite soll zumindest den deutschsprachigen Raum so gut wie möglich abdecken. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das will ich hier auch noch mal hervorstellen. Das sehen Sie. Moment, jetzt habe ich eins zu weit geklickt, das sehen Sie rechts oben. Das ist ein Projekt der 3 großen Vermessungsverbände, die wir haben in Deutschland. Das ist der VDV, das ist der BDVI, da sind die ganzen öffentlich bestellten Vermessungsingenieure engagiert und Mitglied, und das ist der DVW, für den ich stehe. Das heißt, die globale Vernetzung, die Nachwuchsarbeit, das macht Sinn, und da haben die 3 Präsidenten sich zusammengefunden, dass das eine Gemeinschaftsaktion ist, die auch gut ausgewählt wurde. Das kann der DVW nicht alleine machen und auch nicht der BDVI und der VDV. Wir sind ja eher fachlich, sachlich unterwegs, und wir wissen nicht, wie das mit der Homepage geht. Wir wissen auch nicht, wie das auf ein Handy zu transportieren geht. Das heißt, wir haben einen Pitch gestartet. Wir haben verschiedene Agenturen im Sommer letzten Jahres eingeladen. Das war uns ganz wichtig, dass wir das transparent machen und dass wir haben eben die Preise und Kosten gehört. Auch eine Homepage kostet natürlich Geld, die ganze Findung, das Layout, die ganzen Inhalte, die von uns natürlich kommen mussten, zusammenzuführen. Also kurzum, wir wollten die beste Agentur haben und wir wollten auch die wirtschaftlichste Agentur haben, weil wir natürlich gemeinnützig unterwegs sind. Insofern die Vorauswahl, da will ich Sie aber nicht mit langweilen. Eine Agentur aus dem Süden Deutschland hat das gewonnen, die schon viele, viele Homepages erfolgreich erstellt haben. Und dann ging es los in den Content, in die Befüllung der Seite. Der wichtigste Anspruch, hier sehen Sie, ganz solide, aber so startet man. Was wollen wir denn überhaupt darstellen? Worum geht es? Was ist Geodäsie? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Viele Schüler, viele Berufsanfänger, viele, die auch bei den Berufsschulen suchen, wissen nicht ganz genau, was ist das Berufsbild der Geodäsie? Was ist überhaupt Geodäsie? Das war auch auf der ersten Homepage schon ganz gut dargestellt, die wir vor über 10 Jahren initiiert haben. Das war aber sehr verwissenschaftlicht, sage ich mal. Also da haben halt Professoren, sage ich jetzt mal so unter uns, zwar die richtigen Formulierungen, die richtigen Definitionen gefunden, aber sehr textlastig und eigentlich nicht das, was wir ja wollten, die junge Zielgruppe entsprechend zu erreichen. Das heißt, wir haben uns die alte Seite, die es gab, auch unter arbeitsplatz-erde.de. Wir haben uns die angeschaut, wir haben die vereinfacht, wir haben die gekürzt und wir haben vor allem die Optik, das Layout entsprechend verändert. Und natürlich, auch das ganz spannend, unser Berufsbild hat sich natürlich verändert in den letzten 10, 15 Jahren. Ich nenne nur hier das Thema Klima und Umwelt, auch das Thema Apps und Mobilität, also da ist wieder wahnsinnig viel dazugekommen, also schlichtweg war die alte Homepage auch nicht mehr aktuell, das heißt auch das ein Grund, entsprechend neu zu denken. Aber mit dem Ziel, das sehen Sie hier auch, Ausbildung und Studium zu finden, also wo kann ich Geodäsie in Deutschland
oder manchmal heißt das ja auch Geomatik oder Geoinformation oder auch auf Englisch, wo kann ich das studieren, wo sind die Studienorte, ist das in 6 Semestern zu schaffen, in 4 Semestern etc. Also wir haben natürlich auch wieder bei den Hochschulen angefangen und abgefragt, dass wir jegliche Studiengänge mit abbilden, auch duale Studiengänge sind da zugekommen, die wir natürlich auf der Homepage entsprechend darstellen wollten. Aktuelles, Events, was passiert in der Welt der Geodäsie, wann ist die nächste Intergeo, das war uns ganz wichtig und erstmalig, das will ich hier auch erwähnen, wir haben die jungen Geodäten, die Young Surveyors, da gibt es eine Konferenz der Geodäsie-Studierenden im deutschsprachigen Raum, Congeos heißen die, ich sehe hier den einen oder anderen, der auch mal ein Congeos-Treffen in den letzten Jahren besucht hat, also auch diese Young Generation haben wir entsprechend mit eingebunden und abgefragt, damit die Homepage, also nicht nur für mein Alter oder für die über 60-Jährigen, sondern dass wir natürlich die 15, die 20, die 25-Jährigen erwischen. Insofern, wer ein Handy heute, Sie werden alle ein Handy dabei haben, googeln Sie gerne mal Arbeitsplatz Erde und schauen Sie, ob das hoffentlich, also parallel zu meinen paar Worten, die noch kommen, ob das auch für das Tablet oder für das Handy entsprechend funktioniert. Das war auch ein Punkt, was bei der alten Seite so noch nicht geklappt hat. Also, der wichtigste Ansatz von uns, Ausbildungsplätze und Studienplätze müssen, sollen gefunden werden. Das ist der Hauptanlass dieser zentralen Seite. Das haben wir ein bisschen aufgefrischt, alle, die mit Karten zu tun haben. Und wir wollen ja die Zielgruppe, die später auch Ingenieure werden, natürlich erwischen. Das heißt, da ist eine Deutschlandkarte im Hintergrund und da kann man relativ gut scrollen und sehen. Jetzt haben wir nun mal nicht 100 Studienorte in Deutschland und Ausbildungsstätten, aber von Stuttgart über Hannover, über Dresden sind dann, teilweise sind es ja auch mehrere Studiengänge, sind die nicht nur zu finden, nicht nur beschrieben, auch der Link zur jeweiligen Homepage, sondern vor allem auch die Dauer, kostet der Studiengang Geld oder nicht und habe ich einen entsprechenden Ansprechpartner, an den ich mich vielleicht an der jeweiligen Hochschule auch wenden kann. Also das ist eigentlich ganz gut gelungen, da haben wir auch ganz positive Rückmeldungen. Ich habe jetzt hier nur Screenshots und kein, wir klicken nicht selbst durch die Seite, aber das war ein Ziel, was wir damit erreichen wollten. Das zweite Ziel habe ich eben schon kurz angedeutet. Wir haben die Geodäsie in 4 plakative Themenfelder gegliedert. Technik und Industrie ist natürlich ganz wichtig, aber eben Klima und Umwelt, Apps, Mobilität und Grund und Boden, das sind so die 4 Überkategorien. Mit dem Blick, da wollen wir nicht langweilen, da wollen wir kurz und knackig mit wenig Text, mit viel Bild informieren. Also es ist jetzt keine Seite, wo Sie stundenlang sich aufhalten, sondern in 10 oder in 15 Minuten einen relativ guten Gesamtüberblick über die Geodäsie erhalten. An dieser Stelle ein Dank an die Firma Leica oder auch Hexagon, die uns Videos extra gesponsert hat, also extra gedreht hat für die Homepage Arbeitsplatz Erde. Ich glaube, 2 sind schon eingestellt, 2 weitere folgen noch. Insoweit, also auch da das lebendige Bild, was wir auf der Vorgänger-Homepage noch nicht hatten, das ist damit integriert. Manchmal wird auch mal eine Frage gestellt, wo die Antwort natürlich auch auf der Homepage zu finden ist. Also wie gesagt, alles immer mit dem Ziel, entsprechend zielgruppengerecht konform agieren zu können. Seit einem Jahr ist die Homepage online. Wir haben jeden Monat über 1000 Besucher. Das kann man jetzt so oder so bewerten, aber für die am Ende doch relativ kleine Geodäsie. Und wie gesagt, es ist ja, sind ja eigentlich die, die nach einem Studienort, nach einem Ausbildungsplatz suchen, da sind wir in der ersten Phase durchaus zufrieden, aber das sehen wir gleich, da haben wir auch noch weiter Entwicklungspotenzial für die nächsten Monate uns überlegt. Hier sind wir ganz stolz drauf, wie gesagt, dass die jungen Kollegen, die jungen Geodäten uns mitgeholfen haben. Also es gibt eine deutschsprachige Studietreffen, die sind hier nochmal dargestellt und ausgeführt. Es gibt eine europäische Studientreffensorganisation IGSM, International Geodetic Student Meeting, und oder das ist die entsprechende Organisation IGSO, also auch im europaweiten Verbund sind die jungen Geodäten engagiert und deswegen der Titel Young Surveyors. Es gibt auch eine weltweite Organisation, ein Verbund der jungen Geodäten. Also wenn ich da in Richtung
Geografen, in Richtung Stadtplaner, in Richtung Juristen blicke, nirgendwo gibt es so einen Verbund unter jungen Leuten, also im deutschsprachigen Raum, im europäischen Raum und weltweit. Also von daher auch das nochmal so ein bisschen Außenwirkung. Da sind coole Treffen, da wird abends Bier getrunken, da wird auch mal ein Fachvortrag gehalten. Also das war auch unsere Intention, da auf der Homepage ein bisschen zu einzuladen. Insofern scrollen Sie gerne mal auf die Unterseite und da werden Sie auch vielfältige Informationen über die nächsten Treffen finden. Ja, damit bin ich auch am Ende. Wie gesagt, das sollte nur ein kurzer abschließender Überblick sein. Wir sind noch nicht am Ende, was die Homepage angeht. Wir müssen unbedingt als nächsten Schritt neben den Studiengängen und Orten, also den Studienplätzen, auch die Ausbildungsplätze noch einstellen. Das ist uns ganz wichtig. Die Ämter, die Verwaltungen bilden aus, die ÖBVIs, die größeren Büros suchen händeringend natürlich jemanden, der zu Ihnen kommt. Das ist im Moment auf der BDVI-Seite zu finden, aber noch nicht auf der Arbeitsplatzseite Erde. Also ich nutze die Intergeo auch, um mit den beiden Nachbarverbänden das Thema Ausbildungsplätze so hinzubekommen, dass wir da zum Jahresstart entsprechend mit starten können. Und dieser vierte Spiegelstrich, der muss tatsächlich, vielleicht können wir das auch heute gemeinsam diskutieren, der muss noch überlegt werden. Also der Nachwuchs interessiert sich für einen Studienplatz und einen Ausbildungsplatz, noch nicht für ein Jobangebot. Aber es könnte die Zukunft vielleicht in 2 Jahren ja auch sein, dass wir alle Jobangebote im Rahmen einer Jobbörse auf dieser Seite zentral zusammenfassen. Jetzt meine Kritik. Im Moment gibt es die Jobbörse beim VDV, beim BDVI, beim DVW und bei der Gruppe der Studierenden Congeos. Niemand, aber auch niemand kennt alle 4 Seiten und sondiert alle 4 Seiten durch, ob jetzt bei der Stadt Köln der Vermessungstechniker, der gesucht wird, den finde ich dann vielleicht auf der DVW-Homepage, den finde ich aber nicht beim VDV oder nicht beim BDVI. Also viele Verbände, die in sich natürlich stark und willig sind, haben auch den Nachteil, dass über 60 oder 100 Jahre jeder so ein bisschen sein eigenes Ding entwickelt hat. Also das wird die Zukunft, das wird das nächste Jahr zeigen, ob wir auch diesen Punkt entsprechend hinbekommen. Ja, ansonsten darf ich Sie einladen, schauen Sie mal auf der Homepage vorbei, geben Sie uns Anmerkungen, das ist das Allerwichtigste, wenn irgendwas nicht passt, nicht gefällt, wenn irgendwas fehlt. Wir haben schon 30, 40 Anmeldungen in Anregungen die letzte Zeit bekommen, aber wir freuen uns über alles, über Lob, aber vor allem über Kritik, weil wir natürlich da auch noch besser werden wollen in Zukunft. In diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, lieber Frank, vielen Dank für deine Vorstellung Arbeitsplatz Erde. Ich darf jetzt alle Vortragenden noch mal kurz auf die Bühne bitten. Wir haben noch ein paar Minuten, dass wir die ein oder andere Frage mal in den Raum werfen kann. Und während die Kolleginnen und Kollegen zu mir auf die Bühne kommen, Sie haben mit Sicherheit gemerkt, okay, wir haben jetzt eine Homepage vorgestellt, aber die jungen Leute, die wollen natürlich nicht im Internet klicken, die sind auf ganz anderen Kanälen unterwegs. Ich möchte zumindest den kurzen Hinweis geben, es gibt noch den Instagram-Kanal Weltvermesserer, den können Sie auch hier im Rahmen des Verbändeparks, wird eine entsprechende Vorstellung erfolgen durch die Madeleine Rübker und im Nachgang, wenn Sie sich diese Präsentation angeschaut haben, haben Sie auch die Möglichkeit, mehr über die Kampagne Geodäsie NRW zu erfahren. Dort wird anschließend ebenfalls der Vortrag gehalten. Und ich kann Ihnen sagen, Weltvermesserer lohnt sich. Wir haben es eben nochmal nachgeschaut. Die Kampagne Weltvermesserer hat den Best of Content Marketing Award in der Kategorie B2C, Kommunikation, IT, Media mit Gold gewonnen. Also ich kann nur empfehlen, schauen Sie sich auch diesen Instagram-Kanal an. Kommen wir zurück zum Thema. Wir haben 4 Projekte gehabt, die sich konkret um Schüler, um junges Publikum gedreht haben. Eine Frage in die Runde, was ist so die Erfahrung? Wie reagieren die jungen Leute auf Geodäsie? Ich gebe einfach das Mikrofon in die Hand und einfach reingehen. Wie sind die Erfahrungen? Wie reagieren die jungen Leute auf Geodäsie? Ja, ist das was Tolles? Ist das cool oder oh Gott? Ich würde mal sagen, da in der Regel wird gespiegelt, was man gibt. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, so breite Facetten. Es ist wirklich nur meistens unbekannt. Ja, wenn man mit Enthusiasmus reingeht, dann ist meine Erfahrung, dann kommt auch Enthusiasmus zurück. Genau, das würde ich teilen. Am Anfang reserviert sind die Schüler, man muss sie begeistern, muss auf sie zugehen und dann taut das schnell auf.
Genau das Gleiche kann ich aus Baden-Württemberg berichten. Wenn man den Schülerinnen und Schülern nahegebracht hat, das ist Geodäsie, das steckt da alles dahinter, dann kommt da auch Begeisterung zurück. Also das erste Adjektiv, was mir einfällt, ist überrascht. Also das, meistens sind die überrascht, dass es so cool ist und das haben sie nicht erwartet. Ja, da schließe ich mich an. Der persönliche Kontakt bei einer Homepage ist natürlich schwierig. Das kommt dann eher per E-Mail und diese Überraschung kenne ich auch. Also mehrere Rückmeldungen waren, dass man doch erstaunt ist, was die Geodäsie in der Bandbreite alles bietet. Heißt aber immer noch nicht, dass ich dann mit dem Studium anfange, aber da sind wir ja dran, mit all den Aktionen das entsprechend zu verbessern. Gibt es denn irgendwie Rückmeldung, Feedback, Erfolge oder kann man das irgendwie werten in Person von, die Ausbildungszahlen haben sich gesteigert, die Studienanfängerzahlen sind auf ihre lokalen oder regionalen Aktivitäten hin angestiegen, beziehungsweise aufgrund von Arbeitsplatz Erde. Kann man das irgendwie schon greifen? Bringt das was? Fragezeichen. Also ich kann dazu was sagen, das habe ich vorhin vielleicht vergessen im Vortrag. Also die Rate der Schüler von dem Herrn Henker, die Geodäten geworden sind, wenn wir jeden Lehrer so hätten, dann hätten wir zu viele. Also schon aus den ersten vier, mit denen er nur ein Projekt durchgeführt hat, sind zwei Mädchen, haben Abi gemacht, dann Geodäsie und Kartografie jeweils studiert. Mein Lehrling kommt auch von dem Lehrer. Und in den sechs Schulen, die wir im Moment bei dem Grundlinientag haben, denke ich, sind überproportional viele Geodäten hervorgegangen. Also das greift schon, aber das ist natürlich sehr lokal und sehr klein. Also das Lokale ist auch in Baden-Württemberg so. Es gibt dann immer wieder Feedback draußen von den Landratsämtern. Da kam jetzt der Azubi, die Azubine, und die hat explizit gesagt, ich habe mich beworben wegen der Aktionswoche Geodäsie, weil ihr letztes Jahr bei mir an der Schule wart. Aber das, wie gesagt, auch eher lokal. Inwiefern jetzt global in ganz Baden-Württemberg dadurch einen Zuwachs an Auszubildenden haben, das haben wir zumindest nicht erfasst. Also es ist noch ein bisschen verhalten, weil wir noch nicht so lange so verstärkt auf Messen gehen. Aber ich habe schon Studierende bei mir sitzen gehabt in diesem und letztem Jahr, die gesagt haben, dass sie durch die Initiative und auch durch die Messen dahin gekommen sind. Wir haben auch Umfragen bei unserem Fachbereich bei den Erstsemestern, wie die denn zu uns gekommen sind. Und es beginnt langsam, dass sich Erfolge zeigen durch diese Messebesuche vor allen Dingen. Und ergänzend eine Homepage, finde ich, kann immer nur begleitend unterstützend sein. Also wegen der Arbeitsplatz-Erde-Seite fängt jetzt niemand Geodäsie an zu studieren. Aber das sind die Punkte, das habe ich auch aus Baden-Württemberg, da bin ich selbst tätig erfahren. Auch da wird in die Schulen gegangen oder die Aktionswochen Geodäsie. Also da gibt es schon ein paar Personen, das sind keine Hunderte, aber die gesagt haben, ich war da dabei, mir hat man, oder auch die Hochschulprofessoren kommen in Schulen in Baden-Württemberg und dann bleibt auch mal ein, zwei, drei, die sagen, das hat mich so interessiert, dann habe ich mich weiter informiert über Weltvermesserer, Arbeitsplatz Erde und wo ich halt Informationen finden kann, habe vielleicht im Verwandtenkreis auch noch mal einen Geodäten getroffen, den ich kenne und dann angefangen. Also deswegen die Summe dieser Aktionen, das ist so mein Eindruck, der bewirkt schon was, aber richtig quantifizieren können wir es, glaube ich, alle nicht. Da müsste man vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre nochmal Untersuchungen machen. Warum habe ich mit der Ausbildung angefangen? Warum habe ich Geodäsie studiert? Woran lag es? Da ist mir zumindest nichts ganz Aktuelles bekannt. Ja, wann wir über Zahlen sprechen. Kleines Beispiel, am Donnerstag ist der Schools Day hier. Und ich hatte schon erzählt, dass wir so ein bisschen Kooperation mit Schulen haben. Also es hat ungefähr 3 Tage gedauert, um über 100 Schüler einfach mal so zu begeistern, dass sie sagen, wir wollen auf die Intergeo und kommen da einfach mal vorbei. Also das ist schon, man merkt, wenn das bekannt ist, dann ist auch allein aus 3 Schulen kriegen wir schon mal einen Bewerberkreis von über 100 Leuten, wo wir sagen würden, da sollte schon der ein oder andere abfallen. Wir haben jetzt viel gehört, positiv, Nachwuchsgewinnung bringt was, aber jetzt nochmal eine etwas kritischere Frage in die Runde. Was würden Sie sich denn wünschen? Wo kann man sich verbessern? Oder was würde die Nachwuchsgewinnung vor Ort oder regional einfach noch fördern? Was wäre so aus Ihrer Sicht der Punkt, wo man sagt, da könnte man nochmal gezielt steuern, auch von oben über die Berufsverbände etc. pp.? Hake ich mal gleich ein, bevor ich wieder ein Mikrofon suchen muss. Nein, also es ist
aus meiner Sicht sind zwei Ansatzpunkte. Der erste Ansatzpunkt, und da gehe ich jetzt mal tatsächlich auf die Ausbildungsberufe. Wir kriegen nur Leute, wenn ausgebildet wird. Also diejenigen, die jetzt immer suchen und den Markt abgrasen, die müssen sich dann auch die Frage fallen lassen, wieso sie nicht selber ausbilden. Das ist ganz klar eine Aufforderung. Wer Nachwuchs haben will, muss ausbilden. Und die zweite Sache ist, wenn wir in die Breite gehen wollen, dann müssen wir uns tatsächlich auch mit dem Bildungsministerium unterhalten in den verschiedenen Ländern, um zu sagen, Leute, Geoinformation ist so wichtig, das muss in den Rahmenlehrplan rein. Das ist eine Sache, die wirklich große Auswirkungen hat, wenn wir das erstmal geschafft haben. Ja, also aus meiner Sicht ist es jetzt in Sachsen ein guter Ansatz, dass alle Verbände mit dem Ministerium und den Ämtern zusammengeschlossen haben und es eine Initiative gibt. Damit lassen sich vielleicht auch mal leichter finanzielle Probleme lösen und Personalprobleme, wer die Messen besetzt und Ähnliches. Aus meiner Sicht wäre ein Faktor, mit dem Weltvermesser geht man schon in die aus meiner Sicht richtige Richtung, eine Marke Geodäsie. Es gibt unterschiedliche Marken Geodäsie, es gibt auch lokal unterschiedliche Akteure, ist auch vollkommen berechtigt, soll dadurch nicht ausgehebelt werden, aber dass es halt ein Aushängeschild gibt, wo klar ist, das ist Geodäsie, das sind wir. Also ich würde sagen, mehr Partizipation auf jeden Fall, also dass auch der kleine ÖBVI von nebenan versteht, dass er oder sie Teil der ganzen Sache ist, dass es auch mehr in der Arbeitszeit geschehen darf, also dass es nicht so wie in Baden-Württemberg läuft, dass das alles ehrenamtlich ist, und ich würde auch sagen, bessere Zusammenarbeit zwischen den Verbänden, aber auch über die Bundesländer hinaus, würde ich sagen, einfach mehr Zusammenarbeit, dass es eine Marke gibt. Ja, da kann ich nur zustimmen. Die Professionalisierung ist wichtig. Das klappt in NRW ganz hervorragend. Da sind ganze Stellen, da sehe ich auch jemanden im Publikum, der sich mit viel, viel Engagement und Arbeitszeit darum kümmert. Und es muss damit verbunden natürlich neben der Personalressource auch entsprechendes Budget vorhanden sein. Das ist bei euch in Nordrhein-Westfalen der Fall. Das ist übrigens auch bei der Weltvermesserer-Kampagne der Fall. Wo sich der BDVI in dem Fall das Ganze auch natürlich sehr viel kosten lässt. Alle anderen, Jascha, du hast gesagt, sind sehr ehrenamtlich tätig und dann haben wir immer ein Ressourcenproblem. Tolle Ideen sind über alle Verbände vorhanden, aber die Umsetzung, wenn es Zeit und Messen bedürfen, Zeit in die Schulen zu gehen, das bedarf Zeit. Also dieses Problem können wir nicht ganz lösen, aber durch den gemeinschaftlichen Verbund, und da sind solche Plattformen wie heute auch ganz wichtig, dass wir uns austauschen, wo gibt es gute Beispiele in anderen Bundesländern. Ich glaube, dann können wir auch Zeit sparen und noch erfolgreicher sein. Ja, vielen Dank für das Statement. Ich glaube, das war auch ein ganz gutes Schlusswort. Wir sind auch leider schon am Ende. Ich kriege schon das Zeichen von hinten. Noch leuchtet die rote Ampel nicht. Aber wir sind leider schon durch. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick geben über Nachwuchsgewinnung. Was läuft derzeit? Was ist möglich? Und vor allem, was können wir damit bezwecken? Vielen Dank an meine 5 Vortragenden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mal kurz aus eurem Alltag in Sachen Nachwuchsgewinnung zu berichten. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Intergeo. Dankeschön.